So, habe im Dezember bei der VHS, bei Marcel Hövelmann, der gerade den Vortrag davor gehalten hat, den ÖPNV-Workshop gemacht. Und aufgrund dessen habe ich mich entschlossen, hier auch über das Thema Tagging für ÖPNV Vortrag zu halten. Ne? So, dann, wo waren wir jetzt? Folien, genau. Und irgendwo, genau, Bildschirmpräsentation. So. So, und das große Problem beim ÖPNV ist, dass die Realität des öffentlichen Personennahverkehrs extrem komplex ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel gesehen, hier in Heidelberg fahren die Busse auf den Straßenbahnschienen. Ne? Ist natürlich asphaltiert, aber gibt es in anderen Städten zum Beispiel auch nicht. Ne? Und es gibt einfach unheimlich viele Varianten, die einzelnen Verkehrsverbünde, die einzelnen Verkehrsbetreiber denken sich einfach unheimlich viele verschiedene Sachen aus, ne? Weil die denken ja nicht an uns, ne? Oder an irgendjemand, der eine Karte erstellen will, sondern die denken einfach nur daran, wie sie ihre Fahrzeuge optimal einsetzen können. Ne? So. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir diese Realität irgendwie in unsere geografischen Daten reinpacken müssen. Ne? So, wie war das? Einfach. Jo. Ne? Wir konzentrieren uns dabei auf zwei Punkte, nämlich auf die Haltestellen und auf die Linien. Ne? Und schon sieht man, dass das natürlich im Personennahverkehr ist das ganz einfach. Da steht da einfach Haltestelle. Ne? Und in OpenStreetMap ist es überhaupt nicht einfach, weil wir müssen uns überlegen, wie bilden wir das denn ab? Weil eine Haltestelle hat ja zwei Ausprägungen. Nämlich einmal die Sache, wie mache ich das, wie bezieht sich das auf den Busfahrer, auf den Straßenbahnfahrer, Lokführer und so weiter. Und das andere Mal, wie sieht die Welt für den Kunden aus, also für den Passagier. Ne? Den interessiert nicht nur marginal, wie der Weg ist, sondern den interessiert eigentlich nur, wie komme ich zur Haltestelle, um in das Fahrzeug einzusteigen und dann irgendwann, wie geht es ab da, wo ich dann wieder aussteige, weiter. Ne? Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Stoppstellen, also wo das Fahrzeug hält, und auf der anderen Seite der Zugangsstelle. Ne? Das ist für Leute, die sich da zum ersten Mal mit beschäftigen, ist das erstmal irritierend, sage ich mal. Ne? Genauso ist es mit den Linien. Ne? Für den Betreiber ist eine Linie einfach, ja, irgendwo. Ne? Im Grunde genommen ist die Linie nur von Haltestelle zu Haltestelle. Ne? Über welche Straße der Bus fährt, ne? Oder welche Schienen die Bahn oder die Straßenbahn fährt, ist dem Betreiber, was Richtung Fahrplan angeht, erstmal völlig egal. Ne? Und wir haben jetzt das Problem, ein Bus, also hauptsächlich bei Bussen, fährt nicht unbedingt auf dem Rückweg genau denselben Weg wie auf dem Hinweg. Ne? Das liegt zum Teil daran, wie wir Straßen abbilden, weil wenn eine Straße getrennte Fahrtrichtungen hat, dann sind das bei uns auch zwei Wege. Ja, deswegen geht das anders. Aber oft ist es auch tatsächlich so, dass man in wirklich unterschiedlichen Weg hat. Also in Bonn zum Beispiel haben wir eine Konstruktion, die nennt sich City Ring. Das heißt, jede Buslinie, die über die Innenstadt geht, fährt tatsächlich hin und zurück andere Wege. Ne? Weil es im City Ring geht es nur in eine Richtung. Das ist ja verkehrsmäßig wohl durchaus erfolgreich, weil das haben wir jetzt seit über 20 Jahren. Aber gut, ne, für das Erfassen des Personennahverkehrs ist das blöd. Also werden in OpenStreetMap die Routen für den Hinweg und die Routen für den Rückweg getrennt erfasst. Das war früher nicht so. Da hat man alles zusammengefasst, dann hatte man aber das Problem, dass man die Haltestellen doppelt nehmen musste. Ne? Weil man hatte die Haltestellen für den Hinweg und die Haltestellen für den Rückweg. Ne? Das vermeidet man dadurch. Ne? So, das macht die Sache also durchaus
kompliziert. Einfach die Realität. Ne? Also wir hatten früher mal versucht, mit einem einfachen Schema da klarzukommen, aber das hatte eben genau das Problem. Die Realität ist einfach komplexer, als wir das mit dem einfachen Schema sinnvoll darstellen konnten. Ne? Also wir haben da wirklich, sobald es Wegabweichung, Hinweg, Rückweg gab, hatten wir zum Beispiel keinen kontinuierlichen Weg mehr, weil wir hatten ja immer dazwischen noch diese Alternative für den Rückweg. Ne? Und wie gesagt, das zweite Problem war, dass die Haltestellen zweimal auftauchten. Ne? So, was haben wir noch? So, um zu versuchen klarzumachen, um was es eigentlich geht, ist, nehme ich jetzt nicht Begriff Haltestelle, sondern eine Haltestelle besteht eben aus mehreren Dingen, aus Zugangsstellen, und das können auch mehrere sein. Ne? Also wenn Sie sich einfach überlegen, ein Bus, selbst wenn der in derselben Straße fährt, hat der zwei Zugangsstellen, nämlich einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Ne? Einmal links der Straße, einmal rechts der Straße. Ne? So, das heißt, wir haben meistens zwei Zugangsstellen. Ne? So eine Zugangsstelle kann noch zusätzliche irgendwelche Sachen haben. Also manchmal steht da nur ein Pfosten, ne? Ein Schild dran sowieso. Und wenn man Glück hat, den Namen der Bushaltestelle. Ne? Aber oft ist es eben auch so, gibt es viele andere Dinge. Ne? Also zum Beispiel, es gibt einen Wetterschutz, es gibt eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, es gibt einen Mülleimer, auch nicht selbstverständlich. Es gibt Einrichtungen für Behinderte wie erhöhte Bordsteine, damit man ebenerdig mit dem Rollstuhl, mit dem Kinderwagen in den Bus reinkommt oder mit dem Rollator. Manchmal gibt es sogar Ansagen für Blinde, das ist aber eher selten. Also wo man irgendwo wirklich hingehen kann, auf den Knopf drücken kann und dann sagt er, ja, jetzt kommt als nächstes die Linie sowieso in die Richtung. Ne? Und damit wir das Ganze irgendwo in Ordnung halten können, ne, gibt es einen Namen von der Bushaltestelle und in der Regel auch eine Referenznummer. Ne? Weil die Referenznummer ist eine ganz problematische Sache, weil sie nicht eindeutig ist. Ne? Also man muss sich Folgendes vorstellen, es gibt einen Betreiber, ne? Also zum Beispiel jetzt die Stadt Heidelberg oder die entsprechenden Stadtwerke oder wie auch immer, dann gibt es einen Verkehrsverbund, dann gibt es irgendwie ein landesweites Fahrplanauskunftssystem und dann gibt es natürlich noch ein Auskunftssystem von der Bundesbahn und alle vier haben unterschiedliche Referenznummern für die Haltestelle, ne? Wenn man Pech hat. Ne? So, Stoppstelle ist jetzt erstmal einfacher, weil, wie gesagt, die braucht man eigentlich nur, weil man eben beide Sichten abbilden will, ne? Weil man auch abbilden will, wie fährt der Bus, wie fährt der Zug, wie fährt die Straßenbahn. Ne? Die hat eigentlich nur eine Referenznummer und einen Namen. Bei den Referenznummern genau dasselbe wieder, ne? Je nachdem. Ne? Also die Bundesbahn hat zum Beispiel für die ganzen Bushaltestellen, die so, weiß nicht, ich glaube, im 5 Kilometer Abstand zu ihren Bahnlinien sind, hat sie interne Nummern. Ne? Das sind aber Fahrplanauskunftsnummern. Die haben nichts mit den Referenznummern zu tun, die der Betreiber oder der Verkehrsverbund benutzen. Ne? So, jo, das ist erstmal das. Ne? Also wie man sieht, die Realität ist einfach komplex. So. Wir versuchen das eben entsprechend abzubilden. Also eine Haltestelle besteht natürlich aus einer oder mehrerer Zugangsstellen, das habe ich ja gerade erzählt. Die werden mit Public Transport gleich Plattform markiert. Ist jedem bekannt, wie OpenStreetMap die Schlüsselwerte verwaltet? Wie das funktioniert? Gut. So, es gibt natürlich noch ein altes Schema, nach dem viele, zumindest die Bushaltestellen,
zum Beispiel erfasst sind und die Bahnhaltestellen. Das heißt, da hieß einfach Highway gleich Busstop oder etwas neuer, Highway gleich Plattform oder Railway gleich Plattform, also Bahnsteig. Ne? Das ist auch relativ alt. Ne? Entschuldigung. Das ist auch nach dem neuen Schema, wird das übergangsweise zugelassen. Ne? Das heißt, da gibt es eine Art und Weise, wie das zu interpretieren ist. Also, ne? So, dann gibt es eine oder mehrere Stoppstellen. Mehrere Stoppstellen? Nee, haben wir ja keine Tafel, schade. Mehrere Stoppstellen kann man sich vorstellen, wenn zwei Bushaltestellen genau gegenüber sind, dann braucht man nur eine Stoppstelle. Wenn die aber zum Beispiel über Eck sind, ne, was ja oft vorkommt, ne, oder eine Seite der Kreuzung, andere Seite der Kreuzung, haben wir natürlich zwei Stoppstellen, ne, für zwei Zugangsstellen. Ja. Also bei Straßenbahn hat man das, aber auch bei Buslinien hat man das ja ganz oft, dass... Bitte? Nee, das liegt, sobald jemand nicht mehr im Bus ist, hat der Fußgänger-Routing. Und wenn der zur Zugangsstelle auf der anderen Straßenseite muss, dann erkennen Sie es daran. Das liegt nicht an der Stoppstelle. Ne? Man kann immer, also wenn gegenüberliegende sind, kann man auch zwei Stoppstellen taggen, wenn man das unbedingt will. Aber es ist nicht wirklich notwendig. Ne? So, und das wesentliche Unterschied gegenüber früher ist, es gibt eine Relation, die eine Haltestelle zusammenhält. Ne? Also die sagt, diese Haltestelle in der Drachenburgstraße und diese Haltestelle in der Galileostraße, die gehören zusammen, die sind einfach nur über Eck. Ne? Und die Relation hat natürlich den Typ Public Transport und als Untertyp Stop Area. So. So, das Ganze jetzt nochmal für OSM ein bisschen ausführlicher. Wir haben also für die Plattform haben wir die Referenznummer, Namen. Also eine Zugangsstelle sollte einen Namen haben, muss nicht zwingend sein, aber eigentlich sollte es so sein. Ne? Manchmal ist es schwierig, den rauszufinden. Also vor allen Dingen so auf dem Land, wo dann manchmal nur noch so einfach ein Pfosten steht, ja, hier ist eine Haltestelle. Da hat irgendjemand das Schild abmontiert, dann wissen sie es nicht mehr. Ne? So, dann kann man dazu sagen, ja, das ist, hier hält ein Bus, hier hält eine Straßenbahn, hier hält die Eisenbahn, hier hält eine Stadtbahn oder hier hält eine Metro. Ne? Also eine echte U-Bahn, nicht das, was in vielen Stellen aus Marketinggründen als U-Bahn bezeichnet wird. So, ne, mit Shelter gleich Yes oder No und mit Binnen gleich Yes oder No gibt man an, ob es einen Wetterschutz gibt und ob es einen Abfalleimer gibt. Ne. So, dann kommen noch so andere Sachen dazu, die also gar nicht so direkt aus dem öffentlichen Personennahverkehr kommen, sondern ganz allgemein sind, nämlich Amenity Vending Machine. Heißt nichts anderes als Verkaufsautomat, ne? Und da sage ich, ja, der verkauft Fahrscheine, ne? So, und natürlich für die Behinderten noch, ist die Zugangsstelle für den Rollstuhlfahrer nutzbar. Das hat natürlich, das ist jetzt so eine zweischneidige Sache, ne? So, die eine Seite ist natürlich, kommt der überhaupt dahin, ne? Also, gibt es eine Rampe, ist die flach genug, oder gibt es Treppen und der kommt gar nicht dahin. Ja. Die andere Seite ist natürlich, kommt der überhaupt ins Fahrzeug? Ne? Das ist nicht immer eindeutig. Ne? Also es gibt viele Verkehrsunternehmen, wo zum Beispiel nicht klar ist, welches Fahrzeug wann auf welcher Linie eingesetzt wird. Ne? Also wenn Sie eine feste Zuordnung haben, also in Bonn haben wir die Stadtbahn, die hat immer Hocheinstieg und die meisten Bahnsteige sind auch als Hochbahnsteige ausgeführt. Außerhalb von Bonn sind nicht alle Bahnsteige als Hochbahnsteig ausgeführt. Bonn schon. Ja.
Und die Bahnsteige, die dann als Hochbahnsteig sind, wären im Prinzip rollstuhltauglich, in dem Sinne, man kommt in das Fahrzeug ohne zusätzlichen Aufwand, weil das selbe Ebene ist. Die Frage ist dann immer, kommt man rein, kommt man überhaupt auf den Bahnsteig, ne? Also Bonn hat das mittlerweile so gemacht, dass es eigentlich fast immer geht. Es gibt Ausnahmen, wo es nicht geht, weil das einfach durch bauliche Bedingungen so gegeben ist, ne? Weil die sind gebaut worden, bevor man groß an Rollstuhlfahrer gedacht hat. Da sind dann halt Treppen und da ist kein Platz für eine zusätzliche Rampe, die wäre auch zu steil, ne? Aber das sind ganz, ganz wenige Ausnahmen, ne? Wir haben eine Haltestelle, da kann man von einer Seite kann man mit dem Rollstuhl hin, wo es grenzwertig ist, weil das sind so die 6%, die ein Rollstuhlfahrer gerade noch so schafft. Na? Und von der anderen Seite sind eben Treppen. Na? Gut. So, dann haben wir die Stoppstelle, auch da einfach Referenznummer, Name. Zu der Referenznummer muss man dazu sagen, je nach Verkehrsbetrieb, je nach Verkehrsverbund gibt es Unterschiede, ne? Oft ist es so, dass für die Stoppstellen und für die Zugangsstellen immer dieselbe Referenznummer verwendet wird. Aber es ist nicht so, zum Beispiel, nicht immer so. Zum Beispiel der Aachener Verkehrsverbund, der hat eine Referenznummer für die Gesamthaltestelle und einzelne Referenznummern für jede Zugangsstelle und für die Stoppstellen, ne? Wobei die Nummern für die Zugangsstellen sind immer, also ich sag, glaube, das waren 4 Stellen für die Gesamthaltestelle und die für die Plattform sind dann, glaube ich, um 2 Ziffern noch erweitert. Ne? Also kriegt man auch einen relativ großen Busbahnhof auf dieses Thema, mit diesem Thema erschlagen. Ne? So, und dann brauchen wir noch wie gesagt, die Relation, um das Ganze zusammenzuhalten. Die hat natürlich die Referenznummer, jetzt von der Gesamthaltestelle, falls das unterschieden wird, und den Namen. Und die hat natürlich eine Relation, hat bei OpenStreetMap, ist nicht dasselbe wie eine Datenbankrelation, ist einfach ein Container für Objekte, die nicht offensichtlich zusammengehören, ne? Die hat Mitglieder in der Relation und das sind natürlich klar die Stoppstelle. Und die Stoppstellen und die Zugangsstellen. So wird das Ganze zusammengetan. So, das war für die Haltestellen. Ich sehe, ich habe nur 5 Minuten noch. Dann müssen wir uns mal beschränken. So, wie geht das hier? Da gehe ich wieder raus. So, dann mache ich das weg. So, jo. Hier, also bei den Unterlagen, die verlinkt sind, ist dieses Dokument Kurzreferenz noch dabei. Da bin ich auf den Unterschied zwischen dem alten Schema, dem ursprünglichen Schema und dem neuen, damals noch OxoMoor. Wir haben mittlerweile eine Weiterentwicklung von OxoMoor, da wird gerade drüber abgestimmt, die aber im Prinzip OxoMoor aufgreift und einfach nur die Teile, die bei OxoMoor nicht klar definiert waren oder unglücklich definiert waren, oder einfach fehlten, noch ergänzt. Ne? So, jetzt haben wir das Problem mit den Fahrtrichtungen. Ne? OxoMoor hat den großen Schnitt gemacht, hat gesagt, dass die Art und Weise, wie das im alten Schema erfasst wurde, als eine einzige Route, die funktioniert nicht. Ne? Weil es gibt einfach den simplen Fall, dass der Hinweg und der Rückweg nicht gleich sind. Ne? Und es gibt noch Fälle, wo vor allen Dingen Buslinien bei jeder zweiten Fahrt einen anderen Weg nehmen. Ne? Also, ne, was weiß ich, um 12 und 13 Uhr macht er einen Schlenker, weil er die Schule mitbedienen will. Ne? Irgendeine Schule mitbedienen will. Ne? Und den Rest des Tages, ne, morgens natürlich auch, ne? Und den Rest des Tages lässt er diese Haltestelle aus. Ne? Das kann man mit dem alten Schema im Prinzip, konnte man das nicht sauber abbilden. Ne? So, und deswegen der große Unterschied, je Fahrtrichtung wird eine eigene Routenrelation gemacht. Ne? So, das sieht erstmal merkwürdig aus, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das
viel übersichtlicher, weil der Weg ist immer linear. Ne? Ich habe ja keine Verzweigung, ich habe ja keine Alternative für den Rückweg, also ist der Weg, den ich eintrage, ist immer linear, den kann ich einfach sortieren lassen, ne? Und sehe, habe ich alles da drin oder nicht. Ne? So, ja, Relationen brauchen immer einen Typ. Man muss ja sagen, was ist das für eine Relation? Das ist in dem Fall Typ Rot. Und dann sagt man noch, das ist eine Bus-, Straßenbahn-, Eisenbahn-, Untergrundbahn-, Stadtbahn-Route. Ne? Weil wir jetzt ja richtungsgebunden haben, kommen Dinge dazu, nämlich from, woher kommt die Linie, nach und gegebenenfalls auch via. Ne? Also wenn Sie Alternativrouten haben, dann braucht man irgendwann ein via. Ne? Oder Routen. Es gibt auch Linien, die sich verzweigen. Ne? Also die, wo zur einen Stunde fährt der links rum und zur anderen Stunde fährt er rechts rum. Ne? Bedient also einmal Dorf A und einmal Dorf B. Ne? Sowas gibt es alles. Ne? Also da macht man natürlich dann irgendwann ein via. Ne? Dann, gut, Referenznummer, also die Nummer der Linie, Name. Wobei dieser Name eigentlich dazu da, eigentlich nur dazu dient, die Relation auseinanderhalten zu können. Ne? Deswegen steht da auch Vorschlag, Bus, Tram und was auch immer, die Liniennummer und das Ziel. Ne? Ziel brauchen wir, um die Hin- und die Rückrichtung unterscheiden zu können. Ne? So, Network ist klar, eine Buslinie, eine Linie ist erstmal irgendwas und dann ist die Frage, zu welchem Verkehrsverbund gehört das. Ne? Das könnte ja auch eine private Linie sein, die zu gar keinem Verkehrsverbund gehört. Ne? Auch das gibt es. Ne? So, Operator ist der Verkehrsbetrieb, der wirklich die Buslinie betreibt. Ne? Also in Bonn haben wir eben die Stadtwerke Bonn, die lokalen Linien betreibt, und den Verkehrsverbund Rhein-Sieg, der das gesamte Netzwerk betreibt. Ne? Wir haben natürlich auch Linien von anderen Betreibern, die bis nach Bonn kommen, also zum Beispiel von den Kölner Verkehrsbetrieben gibt es zwei Linien, die von Köln nach Bonn fahren. Ne? Zwei Stadtbahnlinien. Ne?
OpenStreetMap, was ja von vielen Menschen gemacht wird, die nicht alle auf demselben Wissensstand sind, ist ein bisschen Redundanz eine sehr gute Idee. Ja? Ja. Also lieber etwas zu viel eintragen. Ja. Danke, das wollte ich einfach nochmal hören. Da war noch eine Frage. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es im neuen Public Transport Proposal steht, dass der Name vererbt wird. Aber ich bin mir jetzt da auch nicht ganz sicher. Also ich glaube nicht. Auf jeden Fall würde ich das für eine dumme Idee halten. Ich meine, es ist natürlich so, wenn der Name gar nicht gesetzt ist, dann greift man eben auf Vererbung zurück. So, da war noch was. Wer hatte noch eine Frage? Irgendwo, da, ja. Ich habe nur zwei einfache Fragen. Erstens, gibt es ungefähr schon eine Zahl, wie viele Linien zum Beispiel im VRS nach dem neuen Schema schon erfasst sind? Und B, gibt es irgendeine Regelung, die Stopps zu sortieren? Besser als bisher. Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Also Relation als Element in OpenStreetMap haben keine definierte Ordnung. Es gibt die Zusicherung, dass wenn ich Elemente, also Mitglieder in einer bestimmten Reihenfolge eintrage, dass ich die, wenn ich die nächste Mal die Relation aufrufe, die auch in dieser Reihenfolge zurückkriege. Das ist aber das Einzige. Ne? Also nicht wirklich. Also das war zum Beispiel ein Problem bei dem alten. Da hießen dann die Stoppstellen Stopp unterstrich 01, Stopp unterstrich 02 und so weiter bis Stopp unterstrich 99 oder auch 127, wie auch immer. Ne? Auch sehr unglücklich eigentlich. Ne? Nein, aber den Weg kann man sortieren, weil da kann man einfach gucken, Endpunkt, Anfangspunkt. Ne? Also die einzelnen Wegstücke, da muss es ja, sollte es eigentlich immer Überlappungen geben. Ne? Und dann anhand dieser Überlappung kann man das sortieren. Ne? Also gemeinsame Punkte. Ne? Sei denn, irgendjemand hat die Wege falsch eingetragen. Dann funktioniert auch das nicht. Ne? Also das mit dem Sortieren der Wege, das klappt ganz gut. Ne? Ja. Mit den Stoppstellen funktioniert es nicht. Nee. Beim Weg kann man es sehen, also zumindest wenn man mit dem JSM arbeitet, der zeigt es nämlich an. Aber bei den Haltestellen müssen sie es wissen. Müssen sie es wissen. Ja. Ja. Also da muss man selber drauf. Aber das ist ein Problem von Relation, das ist nicht ein Problem vom ÖPNV. Ja. Gut, ich glaube, ich danke nochmal ganz herzlich für die Einführung in das Hacking-Schema. Wenn es weitere Fragen gibt, natürlich die herzliche Einladung, die Diskussion draußen fortzusetzen. Ansonsten wünsche ich guten Appetit und bis später in der Nachmittagssession.